Ja, hey, willkommen, mein Name ist AngiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Der wahrscheinlich letzte Part dieses Projektes, Part 169, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wir streben heute das letzte Ending an, was es in diesem Spiel gibt, und zwar das True Ending. Ich habe mal geguckt, was ich dafür machen müsste, und ich glaube, ich muss nur die ganze Zeit R1 drücken bei jeder Wahl. Also, wenn ich das alles erledigt habe, dann müsste eigentlich das True Ending kommen. Obwohl ich ja nicht sicher bin, welches Ending ich eigentlich schon abgegriffen habe. Ne, warte mal, ich habe das hier irgendwie nachgeguckt. Und zwar, wo ist es? Irgendwo hier sind so drei, vier Dinger. Oder auch nicht. Hier, meine ich. Hier. Da sind, glaube ich, die ganzen Endings. Hier schuldenfrei, das ist für die 20 Millionen Gold. Vorschlag der Helden, das ist das Ending von dem Cameo-Team. Und das hier ist das von dem Dingens hier. Es tut mir leid, L, okay. Weiß ich nicht. Das hier war das Ending, das wir bekommen haben und wahrscheinlich das letzte Ending, wenn wir das machen, was ich gesagt habe, also mit R1 beantworten. Eine Sekunde. Ich wollte noch mal zeigen, ich habe das Spiel mal auf unbekannt gestellt. Ich habe keine Ahnung, ob der Gegner jetzt mit aufgelevelt wurde oder so, der Hauptboss. Der Finalkampf. Oh, ich sehe gerade. Ich habe nur für, aber ich kann das Menü wieder öffnen, ne? Dazwischen, glaube ich. Na, gehen wir mal da rein. Wer die Cutscenes bis zu den Auswahlen hier überspringen, also im finalen Boss und so. Ich will nur das Ending eigentlich zeigen, deswegen, ja, weiß ich nicht. Tu mal einfach den Boss erledigen und so. Und gut ist. Ich weiß nicht, ob das Team, das ich jetzt habe, anders ist wie das, was ich letztes Mal hatte. Was war das denn jetzt? Der Arm sah irgendwie komisch aus jetzt. Naja, wir wissen, er kümmert sich um L und dann kommt. Warum gebt ihr euch so viel Mühe, uns aufzuhalten? Ich drücke einfach auch hier R1. Because the trial's outcome has never been in doubt. The only. Ja, Kronos stellt sich uns in den Weg, das kennen wir ja schon. Mal gucken, ob der noch eine Herausforderung ist. Ich hoffe wirklich, sie sind nicht mit aufgelevelt, weil sonst kriege ich so einen Anfall. Nein. 79. Ja, du bist tot. Never. As the Lord of Spirits, I shall stop you. I will never allow it. I'll fight you on behalf of all the beautiful girls out there. Ja, der ist so gut wie tot, wenn er so weitergeht. Guck mal, ja. Dann hast du noch so deine Zeit zurückdrehen wollen, ey. Meine Güte, ey. Nix da. Ja, ich weiß jetzt, was man dagegen tun muss. Was hat denn? Ist irgendwie mein Zimmer so ein Piepgeräusch auf einmal gewesen. Ich habe aber keine Ahnung was. Nee, ich bin auch schon vor 1. Oh nein, jetzt macht er wieder das. Ja, tut mir leid, aber du bist überhaupt keine Herausforderung mehr. Tut mir leid. Ich weiß, ich habe schon sehr oft tut mir leid gesagt. Ich möchte es nur betonen. Komm mal her. Nein. Ja, bist du ein Anfänger? Ich bin gar nichts. Geil. Jetzt kommt es erst voll schwach, aber Beasley ist jetzt voll stark geworden. Ja, das ist so entspannend, ey. Wenn ich so an den Kampf im letzten Part zurückdenke. Ist das hier gar. Boah.
Ist gut, Mann. Ey, jetzt wird er im Sekundenrhythmus ja. Die Zeit anhalten. Wieder kommt ein Laser von oben, willst mich auf den Arm nehmen? Boah. Ich gebe mir jetzt noch im letzten Moment auf den Nerven. Hier, frisst das. Zack. Doch. Okay, Jude. Was? Hatte ich die an? Hatte ich die Verwandlung überhaupt da schon? Ah, es kommt Beasley zurück. Tötet, glaube ich, Kronos. Ich habe doch versprochen, dass ich komme. Ja, okay. Ach, alles wird gut. Diesmal bestimmt. How could you put her through this? I did what was needed to defeat Kronos. At the very least, this tragedy will not be in vain. With my wish, I shall rob the spirits of their will, creating a world solely for humans. Kennen wir schon. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer Wunsch wahr wird. Nein. Come at me. You can't be serious. Genau. Hol einen Hammer aus, dann wird alles gut. Let me ask you again. Do you really believe you can stop me? Ja. Ich bin ungefähr 70 Level höher. Ich würde wahrscheinlich im Zweikampf hier erledigen. Ich sehe, du hast deine Entscheidung gemacht. Ich verstehe deine Hatred von Spirits. Aber siehst du nicht, was du tust, ist absolut nicht anders als Kronos' Plan? Diese Spirites von dir, sind sie nur Spirits, die in Tools verwandelt? Hä, kam das hin auch? Fast endete es so. Aber dann habe ich etwas erkannt. Die Spirites werden nicht funktionieren, wenn wir Vertrauen mit den Spirits bauen. Was eine komplette Waste von Zeit. My way will save you the trouble. You are all nothing more than the spirit's lapdogs. I've crawled over a mountain of corpses to get this far. I will show no mercy if you interfere. Oh Mann. Da verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Er konnte sich doch schon vorher verwandeln, ne? Oder konnte er es sich erst ab jetzt verwandeln? Bin mir nicht so begriffen. Na komm her. Denkst du etwa, du hast eine Chance gegen uns? 670.000, ja. Will ich auf den Arm nehmen? Remember, we're here to help. Sync our attacks together. Leave the healing to me. Ja, es ging nichts an für dich. Ich war mit Mila auch verbunden. Ich weiß jetzt nicht, warum mit Jude hier so Szenen kam. So ein Epic Brawl zwischen ihm und Jude auf Level 200, ey. Da wär's doch. Er tut mit seiner Faust mehr Schaden anrichten. Nein. Ha, ich war schneller. Jetzt konnte er seine nicht mehr einsetzen.
Er hat viel abgezogen, sehr gut. Wow, warum ist er auf einmal so dunkel? Oh, bin sogar gleich tot. Ups. Was? Ich hätte eigentlich allen jetzt die Kostüme von die Umwandlungen von in Cameo-Team hier geben können. Der wäre ungefähr genauso abgelaufen. Sehr schön. Weil da kommt dann auch ein Part. So ein Bonus. Ich ein bisschen weiß mich rum, Alba. Was? Okay. Ja, 58.000 abgezogen, ey. Don't get cocky. So you used Julius's soul to build the bridge. Ja. You really killed Glasses guy? Was kommt jetzt? Noch ein Kampf, ne? Mit Epic Music. Hi, na? Naja, der hat mich sofort kaputt gehauen, das weiß ich noch. Wie das? Er sieht irgendwie komisch aus, wenn sich der Mund nicht bewegt. Ja, genau, gleich wie vorhin. Ich mal weiß ja, wie es ausgeht. Oh Mann. Ja, ich weiß noch, wie Gaius sein Absolute Domination eingesetzt hat, ey. Also seine Misgard. Um beinahe einen Kampf zu entscheiden, ey. Oh. Mann, hör auf. So, jetzt prügeln wir uns. Jetzt ringen wir. Dich. Oh, jemand wird gerade wieder beleben, danke. Was passiert eigentlich, wenn er kaputt ist? Am Ende. Von eben. Ja, ne, was passiert eigentlich, wenn er kaputt ist? Am Ende ist er ja wieder am Leben und verwandelt sich im Komatus. Was passiert, wenn er am Boden ist? Währenddessen steht er dann einfach wieder auf so. So, ich glaube, für dich war es das jetzt, ne? Nein! Du Sack! Wer war das? Ja, wer war das? Kann er nur. Na, warte. Ob das reicht? Stimmt, ne? Okay, Sense an. Oh ja. Ja, du kannst dein Ding so oft einsetzen, wie du willst. Ach komm her. Und tschüss! Beastly! War nett mit dir! Epic. Weiter geht's. Wir haben schon 14 Minuten hier und haben immer noch nichts vom Ending gesehen, ey. Ich glaube, jetzt werde ich aber nicht unterbrechen. Oh, hi. Damn you, Luger! Look out!
Nö. I wouldn't use the Chromatis again if I were you. Bei dem Plan habe ich schon lange Beine aufgeworfen. You then run the risk of degenerating and becoming a divergence catalyst yourself. Considering the sheer power at your disposal, you would transform in the blink of an eye. Well, I never expected that you would surpass me. But that is exactly what makes humans so interesting. We never do what's expected. You want my wish, Origin? Let me tell you my own personal wish. To take this fist and punch you all to oblivion! Beasley Bacor, may your soul rest in peace. A man who gave his life to fulfill his duty. Ah, das ist irgendwie so ein Running Gag in der Spielserie. There is nothing to fear. If it comes to it, I'll handle things. Yeah. The Great Spirit Origin. The one and only. I am very pleased to meet you, King Gaius. You know about me? Of course I do. You see, the souls tell me everything. They're sort of like my little birds. You seem quite curious about humans. Perhaps, but not as much as you, Maxwell. I suppose this is our first meeting, but we have little time for pleasantries. We have a request. To rid the fractured dimensions and continue soul purification. Precisely. I would be willing to help you if you think you're at your limit. Even if that meant endless torment? Even so. You really do love humans, don't you? Mila, wait! Enough! You would force Origin to continue the purification? I refuse to stand idly by as you continue to torment him with your corruption. Thank you, Kronos.
Your concern for me has consumed you for far too long. You mustn't burden yourself over me. We must make the humans accountable and have them pay for their crimes. What's so funny? Well, you just showed the most human thing about you. It reminds me why I love humans. What? I hereby grant these representatives of humanity the right to make one wish. Luger and El, for overcoming the trial and opening the door, the wish is yours. Me and Luger? Yes, wish for anything, but you must decide together. Aber hat er gesehen, wo er beim letzten Mal hingeführt hat. Into a catalyst. No, you can't do that. We have to wish away the fractured dimensions. Können wir nicht einfach sagen, wir wünschen uns das und das? I suppose one way to save her would be for me or Luger to turn into a catalyst before she does. That would be the millionth catalyst, the magic number. And all transformations in progress would be cancelled. Oh, das wird wehtun. So then, what shall it be? Das ist die ganze Zeit R1 sein, ne? Verstehe aber nicht. You do not wish for L's safety? Ich rette El. Okay. What? Wait, you can't be serious. Okay. Wäre das schon mal anders wie beim letzten Mal. Dann halt jetzt mal meine Klappe. You mean to save El? By turning into a catalyst first? No! Stop! You can't do this! Very well, then. Will that be your final decision, Luger Kresnik? Wait, Luger! You can't do this! Jude, let him be. Luger, you're not afraid of vanishing away? ich habe mehr Angst vor etwas anderem. Ja. Dass El weg ist. I understand. Then I will accept your wish. With this, you're doing what most wouldn't dare. For that, I commend you. Please understand, El. You're the one that Luger chose. Not one of the possible Els. Not even himself. He chose you, here and now. Thank you. This isn't the news I wanted. It's so sad. His choice saved the world and the girl's life. Let's see that decision through to the end, Leia. It's the least that we can do. Yeah. This is humanity's true nature, isn't it? Yes. They truly are capable of anything their hearts desire. Even profoundly foolish things. You may be right. But the impurity that exists within their souls is precisely what gives them strength. Ich wollte doch genau das gleiche erreichen beim letzten Mal. What do you think the impurity is? I don't know. Greed, maybe? Desire? Our ego? Yes and no. Is desire different from dreams? Isn't ego the same as free will when viewed in a positive light? In other words,
spirits, neither is good or evil. Yes, precisely. And that is the reason why I haven't been eliminating it. I remove the miasma created during reincarnation and seal it. But if you do that, the production of miasma will never end. That's why I wanted to test humanity's decision. To see if humans could strive for perfection while bearing the impurity. Humanity's decision. Precisely. That is what I truly wanted to know. But you must continue to show me. Of course. We too will prove who we are. Just as Luger, El, and Julius did. That is a test harsher than anything I could throw at you. If you can overcome it, I have no choice but to concede. For the time being, we shall seal away the miasma together. Kronos. But if humanity should once again... Don't worry. No matter how many millennia it takes, we will succeed. Some very special humans have turned me into a believer. Then I expect to be impressed. I appreciate it, Kronos. No need for thanks. I'll give you a piece of my mind later. We have plenty of time for that. It's time I grant Luger's wish. The elimination of all fractured dimensions. Luger, it's been an honor knowing you. I will never forget what you have done here today. You wrap things up almost too perfectly. You're just jealous, because you know you couldn't have pulled it off. Roga, you need not worry about El. We'll take good care of her. We promise! You have helped me to fulfill my duty once again. Luger Kresnik. You have my thanks. And I promise too, I won't lie anymore. And I'll even eat my tomatoes. I'll never forget how you saved me. And just how good your cooking was. Okay? Okay? This should restore the cycle of reincarnation to normal. Yes. Now the human and spirit realms will live on. And we will make sure of that. Farewell, humans and spirits. Let us hope for a brighter day the next time we meet. Oh nein, Mila verschwindet ja auch. Thank you.
Dankeschön. So. Okay. Hat man das Bild schon vorher gesehen? Egal. Ja. Das war noch mal ein Ending, das ein paar Fragen hier beantwortet hat, was am Ende so passiert ist. Ja. Sehr gut. Was kann ich jetzt noch sagen? Nichts, was ich jetzt schon beim letzten Finale gesagt habe. Und die Bilder hatten wir definitiv nicht, glaube ich. Was? Phantasia, Destiny, Eternity, Destiny 2, Innocence. Okay. Lieder oder wie? Egal. Ja. Ich fand das Ending auf jeden Fall besser. Nur ein bisschen blöd, dass Ludgar weg ist. Aber ich wollte genau das gleiche auch beim letzten Mal erreichen. Nur irgendwie hat sich L gedacht, nö. Dann ist viel mehr passiert und weiß ich nicht. Sehr komisch. Boah, ich finde die Zeichnungen so gut. Ja, was kann ich noch sagen? Was? Ich könnte jetzt eigentlich noch zusammenfassen, was wir seit dem letzten Mal gemacht haben, seit wir das Spiel durchgespielt haben. Und zwar die ganzen Bonus-Dungeon, ja. Die Bonus-Mission hier von Jude und Mila und mit Celsius. Ja, dass wir die ganze Zeit hier die illusionäre Dunkelheit durchgerannt sind. Weiß ich nicht. Fand ich ein gutes Bonus-Dungeon, war nicht so nervig wie, weiß ich nicht, wie andere Bonus-Dungeons, die mir jetzt nicht einfallen. Aber naja. Das Ending, wie gesagt, fand ich auf jeden Fall besser. Solange die kleine L glücklich ist, ist doch alles in Ordnung. Und ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Das war ja der letzte Part jetzt. Bis auf den Bonus-Part, der weiß ich nicht wann irgendwann mal erscheinen wird. Ich mache jetzt auch erstmal eine ganz kleine Pause, was hier Tales of Spiele angeht. Also aufnahmemäßig. Da ist jetzt, seit ich meinen Kanal erstellt habe, das erste Mal, dass ich jetzt kein Tales of Let's Play am Laufen habe, nach diesem Jahr. Ich warte jetzt erstmal, bis Tales of Systeria irgendwann rauskommt. Das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder so noch rauskommen. Und das wird dann natürlich Let's Played. Und da ich ja natürlich so lange brauche, um irgendein anderes Let's Play hier von irgendeinem anderen Tales of Spiel zu beenden, werde ich nicht dazwischen noch erstmal eins spielen. Aber naja. Für dieses Projekt hier habe ich jetzt auch 8 Monate gebraucht. Also 100... Das kommt doch irgendwie gar nicht hin. Warte mal. So ungefähr 30 durch... Also 5, das müsste eigentlich nur ein halbes Jahr gedauert haben. Aber jetzt bin ich schon wieder... Ach. Ich muss irgendwas ändern, damit die Projekte nicht so lange dauern. Ich möchte nicht so viele Parts hier... Wie gesagt, ich habe irgendwie 100 Parts mehr als irgendwelche anderen Let's Player, die das Spiel irgendwie in 70, 80 Parts schon erledigt haben. Und ich weiß echt nicht wieso. Ich bin zwar ein bisschen langsamer, aber trotzdem. Ja, sieht schon so aus, als würden die Credits gleich zu Ende sein. Deswegen sage ich noch am Ende, geiles Spiel. Holt's euch, wenn ihr auf japanische Rollenspiele steht, so im Anime-Stil. Kampfsystem auch allererste Sahne. Story auch sehr schön, Charaktere sehr schön. Also, mir gefällt der Teil, nachdem ich das Bonus-Dungeon erlegt habe, nachdem ich gesehen habe, was alles noch freigeschaltet werden kann, auf jeden Fall viel besser als der erste Teil. Weil ich spiele jetzt den ersten Teil wieder, um die Platin-Trophäe zu holen und, ja, das ist ein bisschen, da merkt man schon so richtig, dass mir auf jeden Fall der zweite Teil auf jeden Fall besser gefällt. Allein schon wegen dem Gameplay hier. Es gibt irgendwie wenig Sachen, die mir im ersten Teil mehr gefallen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ist mein persönlicher Geschmack. Ich glaube, einige bevorzugen lieber diese Spiele, den ersten Teil anstatt dem zweiten Teil. Aber für mich bleibt der zweite Teil irgendwie ein besserer Teil. Für mich ein gelungenes Sequel. Und ja, weiß ich nicht. Bin gespannt auf Tales of Systeria. Ich weiß noch
überhaupt nichts von dem Spiel. Ich habe nur einen Trailer mal geguckt, als das Spiel rausgekommen ist. Irgendwie, keine Ahnung, wo am Ende so ein Drache gezeigt worden ist und so. Ich glaube, ich weiß sogar, wie die Hauptcharaktere... Ich weiß immer, wer die Hauptcharaktere sind in irgendeinem Spiel. Deswegen, da werde ich nie überrascht werden. Hey, Hideo Baba, unser Gott übrigens. Aber den Namen weiß ich nicht. Gar nicht mal vom Hauptcharakter. Da werde ich noch ein bisschen überrascht werden. Aber es geht nicht um Cestiria, es geht um Xillia 2 jetzt. Oder Xillia 2, wie auch immer. So, und da sind die ganzen Leute hier. Ist das nicht auch auf dem Artbook, das Bild? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein anderes Bild. Ah, oh, sehr schön. Kommt da bestimmt noch irgendwie eine Anime-Cutscene oder so, ne? Schön. Oh. Meine Güte. Chief Editor Rolando. Oh. Hey, Alvin. I can talk. No, I'm not taller than you yet, but I'm starting to catch up. Let me guess, you're calling about a job, right? Yeah. Uh-huh. Got it. Elise will be joining us this time. Come on, Polo. We've got a job. Verdammt. Ich dachte, sie hätte die Katze Ludger genannt, aber... Sehr schön. I approve. Alle sind glücklich und zufrieden. Finde ich gut. Wales Urteil haben, okay. Erhaben, meine ich. Glückwunsch zum gewonnenen Spiel. Deine Daten werden gespeichert. Wenn du deine Daten aus dem durchgespielten Spiel lädst, urteilslos. Geht das Spiel mit deinem Status unmittelbar vor Abschluss des Spiels weiter. Null Spiel Plus wurde auf den Titelbildschirm hinzugefügt. Nein, wurde es nicht, es war schon vorher da. Wenn du diesen Spielmodus wählst, startest du ein neues Spiel, in dem du Infos aus den Abschlussdaten übernommen werden. Aber nur aus abgeschlossenen Spiel durchläufen. Du wirst die folgenden Fähigkeiten erlernen, die du einsetzen kannst, wenn du verwandelt bist. Schongang, Chromatis-Antrieb. Die hatte ich auch schon vorher. Aber naja. Dann war es das mit diesem Projekt hier. Sehr gut. Gucken wir mal, vielleicht habe ich noch irgendwas freigeschaltet, obwohl ich sowieso jetzt nichts mehr machen kann. Hi. Vielleicht habe ich ja noch Kostüme und so, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir die Umwandlung in die erwachsene L irgendwie freigeschaltet oder keine Ahnung. So, und jetzt kommt Tales of Xillia 3, wo wir die erwachsene L spielen. Das wäre doch mal geil. Kaputte Uhr, L. Was? Sie gleicht Ludgas Uhr. Was?
Warte mal. Wo ist die? War mal Uhr von Julius. Warte mal. Ach, Schlüsselgegenstand ist das. Kaputte Uhr, Ludger, Julius und L. Okay. Keine Ahnung, warum wir die jetzt haben. Habe ich jetzt hier irgendwie schon gegangen oder so? Weiß ich nicht. Haben wir auch beim letzten Durchspiel irgendwie bekommen, aber da habe ich irgendwie nichts gefunden. Keine Ahnung. Egal. Wir haben das Spiel jetzt zweimal beendet, auf allen möglichen Arten, allen möglichen Enden freigeschaltet und weiß ich nicht. Ich möchte irgendwie nicht mit diesem Bild hier das Spiel beenden. Weiß ich nicht. Wo ist ein guter Abschluss? Gehen wir dahin, wo wir immer hingehen. Ja. So, mal zu unserem Stammplatz hier. Würde ich sagen, das war's dann mit dem Projekt Let's Play Tales of Xillia 2. Es wird natürlich noch irgendwann ein Bonuspart kommen. Wann der allerdings kommt, weiß ich nicht. Der könnte auch direkt am nächsten Tag, nachdem ich den Part hier hochgeladen habe, kommen oder ein paar Tage später, aber er wird kommen. Und ja, da werde ich noch ein bisschen mit den Umwandlungen ein bisschen herumspielen und euch ein bisschen, weiß ich nicht, die Zeit versüßen. Mal gucken. Jedenfalls, es war mir ein Vergnügen, das Spiel zu spielen für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Geht mir aus dem Weg. Nein, wir sehen uns nicht in der nächsten Folge. Ich mache immer den gleichen Fehler. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Was, weiß ich nicht, hoffentlich früh genug kommen wird. Ich habe noch keine Ahnung was, aber mal gucken. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen dieses Projektes und sage tschüss, arrivederci, bye bye, sayonara. Man sieht sich.